Und das ist genauso, wie meine Oma mir das erzählt hat. Und ihre Cousine, die wohnt ja noch bei uns in der Straße, die lebt noch. Die haben so viel erzählt mit diesen Wäldern und Birken und dass die noch Apfelbäume hatten. Und überall, wo so ein Baum steht, da stand meistens im Hof vor dem Fenster. Історію Волині. Це... Воли я не знаю. Ви не звідси викликаєте? Це, скоріш всього, не знають ніхто просто з-за того, що по більшій частині тоді запугували багато дітей, людей, які знали про це. Geschichtsbuch liest und irgendwelche Zahlen liest und dann erfährst du möglicherweise, aha, bis zum Zweiten Weltkrieg haben 280.000 Deutsche in Wolinien gelebt, die wurden dann deportiert, was auch immer, also da gab es ja unterschiedliche Schicksale, dann speicherst du die Information nicht und du kannst sie auch nicht greifen. Religion war für meine Großeltern wahnsinnig wichtig. Die haben daraus viel Kraft geschöpft. Also die sind evangelisch-lutheranisch und die haben einige Sachen mitnehmen nach Kasachstan, also mitnehmen können. Sie hatten eine Woche Zeit, um zu packen und sie haben Geigen mitgenommen, also Musikinstrumente, sie haben Tischdecken mitgenommen, aber auch so praktische Dinge wie Decken und Kissen und sie haben ihre Bibeln mitgenommen. Und als sie dann in Kasachstan ankamen und der erste Winter anstand und sie merkten, okay, hier sind es halt nicht 0 oder minus 5 Grad wie in der Ukraine, sondern hier sind halt minus 40 Grad. Dann fingen sie an, die Gegenstände, die sie mitgebracht haben, zu verbrennen. Also die Musikinstrumente beispielsweise, weil sie hatten einfach kein Brennmaterial, sie mussten überleben. Vieles ist dementsprechend kaputt gegangen, aber was nie geopfert wurde, war die Bibel meiner Großmutter. Будь милосердний до нас та усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та усього світу. Заради його тяжких страждань. Это моя бабушка. Это моя бабушка Линда. Это ее брат Роберт. Это прабабушка Альвина, которая здесь похоронена. Они здесь? Это в Казахстане фотография, да? Или нет, это здесь Дубовая. Здешняя? Дубовая, да. Это Лидия и Эрна, две сестры. Они вот в 30-х годах тоже умерли. Это Эвальд Никель, мой прадед. Это Райнхольд Никель, его двоюродный брат. Он был женат на украинке, остался здесь. Но его расстреляли в 38-м году потом. Wir waren ja am ersten Tag in Gorschig und in Gottliebsdorf, da wo Iras Vorfahren herkommen. Und ich habe sie die ganze Zeit beobachtet, als sie da rumgelaufen sind. Ich habe sie gefilmt, ich habe sie fotografiert. Und das war so ein ganz komisches Gefühl in mir drin. Ich habe mich einerseits wahnsinnig gefreut, weil ich mir habe ausmalen können, was sie jetzt gerade fühlt, einfach wieder da zu sein. Und gleichzeitig war ich todunglücklich, weil ich dachte, ich werde es nicht haben, weil ich wusste gar nicht, wo wir hinfahren, was mich da erwartet. Und dann habe ich trotzdem noch bis zuletzt gehofft, dass da vielleicht irgendwelche Ruinen sind, dass ich da trotzdem irgendwie irgendwas Greifbares haben kann. Und dann waren wir fertig in Gorschig. Dann habe ich ihr gefragt, wie sie sich fühlt. Und dann sagte sie, weißt du, es war ein schönes Gefühl, aber irgendwie hatte der Schlüssel gefehlt. Und dieser Satz ist irgendwie so, also hängen geblieben bei mir. Und dann waren wir am nächsten Tag in Dubovaya und es hat die ganze Nacht geregnet. Und ich dachte mir, ach, das kann doch nicht wahr sein. Ja, jetzt komme ich hierher und jetzt regnet es auch noch. Und die haben gleich gesagt, wir müssen da irgendwie durch den Wald fahren. Und das ist ein ganz schlechter Weg. Und wenn es regnet, irgendwie kommt man wahrscheinlich gar nicht durch.
Und ich dachte mir einfach nur wirklich, also alles perfekt. Und dann war ich irgendwann mal weg, weil ich habe 2 Tage am Stück nicht geschlafen. Und als ich morgens aufgewacht bin, hat die Sonne geschienen. Als ob nie was gewesen wäre. Also nachts noch wirklich Weltuntergangwetter. Und morgens klarer Himmel, Sonne. Und dann habe ich gedacht, jetzt bist du hier, jetzt mach einfach das Beste draus. Und dann sind wir hingefahren, dann waren wir in diesem Feld. Also wir sind dann ewig durch diesen Wald gelaufen. Und wir laufen und laufen und da dreht sich Nikolai plötzlich um und sagt, wir sind da.